Oh, eine Popcornmaschine. Alter, geil. Boah, was würde ich jetzt um für Popcorn geben? Voll geil. Oh, hier gibt es Munition. Wo ist denn jetzt der Fischbau-Diner? Floss Market. Das heißt, der Zugangscode müsste hier sein. Ah, hier. Hier ist der Fischbau-Diner. Das heißt, hier drin muss irgendwo der Zugangscode für die Tür sein. Ich schau mal, ob wir den finden. Wie kam er da nochmal rein? Ah, hier. So, wo gibt's denn hier... Ach so. Oh, so viel wollte ich gar nicht trinken. Oh Gott. Ne, die Katze ist wieder da. Die Katze ist wieder da. Die Easter Egg Katze ist wieder da. Ich werd verrückt. Die Katze. 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 So. Okay, wo finden wir jetzt den Zugangscode? Wer hat darüber nachgedacht? Im Diner. Die Frage ist, wo finden wir jetzt den Zugangscode dafür? Das ist er hier? Ah, hier. 0047. Und hier ist auch die Schrotflinte. Alter. Oh Gott. Das war's mit denen, ne? Was? Hö, wo kommen die auf einmal alle her? Alter, warte mal. Hasta la vista, baby. So. Okay, die Munition von dem, also das, der Treibstoff von dem Bohrer ist echt schnell leer. Aua, Alter, was? Hö, wo denn? Willst du mich verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir so viel Schrotmunition schon verblästert wegen den Affen. Was war das jetzt für eine... Oh nein, was? Was denn jetzt? Okay. 0047. Okay. Jetzt mir gerade der Internetbrowser abgeschmiert. Okay. 0047. Brauche ich mir nicht aufschreiben. Ich glaube, das kann ich mir merken. 0047. Ja, Alter, was? Ihr Dreckschweine. So, wo waren das jetzt? Hier lang, glaube ich, ne? Genau. 0047. Warte mal eben. Komm mal eben wegen Nachladen. Okay, brauchen wir nicht. Wir haben alles soweit. So. Dann gucken wir mal. Also 0047. Ach, steht sogar. Ach so, okay. Ja, dann. Danny Dental hat für alles ein Heilmittel. Mhm, wir sind, glaube ich, hier beim Zahnarzt. Ich hasse Zahnärzte. Ich gehe eigentlich so gut wie gar nicht zum Zahnarzt, weil ich Angst habe vor Zahnärzten. Überraschung, Kumpel. Das wüsste ich aber. Was hältst du davon, wenn du runterkommst? Natürlich, zwei Schüsse hält er aus, ist klar. Da ist Mega Man, ist das. Ach nee, doch nicht. Er ist verbrannt. So. Läuft der Stream noch? Ja, ne? Ich glaube, der Stream läuft noch. So. So, ich kann nur den Chat gerade nicht lesen. Muss mal gleich mal gucken. So, ich aktualisiere nochmal. So. Da ist eine Kamera. Eine Kamera. So, jetzt gehört die Kamera uns.
Wir haben so viel Geld. Gibt's hier eigentlich... Gibt's hier eigentlich bei Bioshock 2 dieses Portemonnaie voll? So wie beim ersten Teil? Oh! Hä? Okay, der gehört auch zu uns. Trinken, trinken, trinken. Hier finden wir jede Menge Alkohol. Alohol. Alohol macht Bier, nur hol. So, Treibstoff wieder gefunden. Sehr schön. Ich weiß, wir müssen immer noch nicht hier sein. Wir müssen immer noch woanders hin eigentlich. Aber wenn wir schon einmal hier sind, dann können wir uns das nochmal angucken. Okay, bevor ich da lang gehe, gehe ich erstmal hier gucken. Dann haben wir noch Treibstoff. Probiert doch einfach das Maul auf! Na klar, hab ich's drauf, du nicht. Oh, oh. Dr. Lamb? Sophia. Ich kam hier runter, um zu singen und eine Familie zu gründen. Aber ich passe einfach nicht zu diesen Leuten hier. Sehen Sie sich an. Sie passen hierher. So, dann wollen wir mal hacken. Ich probier's mal. Mein Glück. Nein, Alter, was? Uah. Jetzt aber. So. Dann haben wir hier schon mal auch mal ein bisschen... Ach, Portemonnaie ist bereits voll. Ah, okay. Gut. Das ist gut zu wissen. Also ist es auch wieder... Gut, dann sollten wir echt mal zusehen, dass wir ein bisschen einkaufen gehen. So. Ich mag die Flinte. So. Da gucken wir mal hier. Wo wir hier hinkommen. Okay, hier kriegen wir ein bisschen Munition. Panzerbrechende Munition fürs MG, sehr schön. Und hier sind wir noch weiter. Noch weiter oben. Dann arbeitet die wenigstens für uns. Aua, was? Ja, macht sie doch alle. Ich glaube, das war's, ne? Ja, jetzt war's. Jetzt war's das. Sehr schön. Schön, wenn man so ein bisschen Freunde hat, die für einen aufräumen. Dann spart man sich echt Munition. Ja, wir werden uns wiedersehen. Natürlich. Wen haben wir denn alles hier drauf? Ach, guck mal, Sissi. Okay. Interessant. Du hast. Das, damit habe ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg! Aber, Eleanor. Wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Ich hoffe, sie haben sich alle gut amüsiert. Okay. Sie haben sich gut alle amüsiert. Ein weiterer Tag, ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera in Kingporn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. So sieht's aus.
Und Geld regiert immer noch die Welt. Egal wo du bist. Ob du in Rapture bist. Ob du in, keine Ahnung, in was auch immer, welchem Land du bist. Geld regiert immer die Welt. Und wenn es ums Geld geht, sind sie alle gierig. Alle. So, gehen wir mal hier rein. Ah, hier kommt man also rein. Okay. Oh, und wir haben das Portemonnaie voll. Eine Forschungskamera. Du hast die Forschungskamera erhalten. Drücke R2, wenn du dich auf einen Gegner konzentrierst, um eine Forschungssitzung zu beginnen. Dieses Ding ist ein wahres Technicolor-Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Mhm. Wir üben das mal kurz, ja? Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Starte die Kamera, nimm ihn auf und dann beschieß ihn mit allem, was geht. Ach so, das ist eine Videokamera. Ach so, neue Forschungs-Level-Fortschritt erreicht. True Splicer Forschungsbonus, erhöhten Schaden plus True Splicer anfälliger für Antipersonen. Wieder Feuerwaffen, alles was du hast. Ach so. Das haben wir beim ersten Teil auch so wenig gemacht. Das fällt mir auf. Gewöhnlich, wenn der Drachensäge. So, haben wir hier wieder die Filmkamera. Oh Gott, wo ist er denn? Ah, da! Erhöht auf jeden Fall den Schaden, das ist schon mal sehr gut. So. Okay, wir sind echt gut ausgerüstet, muss ich sagen. Also wir haben echt... Gut, okay, wir können... Treibstoff können wir ein bisschen gebrauchen. Und, voll geil. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal aufgeräumt. Ich glaube, hier ist noch ein Automat gewesen. War das nicht so? Ich höre einen. Könnte nämlich ein bisschen eigentlich... Da, Munition kaufen. Wenn wir schon dabei sind. Oh. Ja, komm, wenn wir schon einmal dabei sind. Wir haben die Kohle. Ganz ehrlich, wir haben die... Huch. Nein, ich, wir haben die Kohle und, jetzt können wir ein bisschen nochmal... Jetzt können wir nochmal zurückgehen eigentlich. Das mache ich auch, weil jetzt sammle ich das ganze Geld ein, weil das brauchen wir echt, also... Das ist der Wahnsinn, wir brauchen echt die Kohle. Weil so schnell sind wir eben $600 weg. Aber wir haben ja noch die ganzen Registrierkassen und so. Und Kleinvieh macht auch Mist. Und hier in der Registrierkasse war auch noch so viel. Was ich ungerne liegen lassen möchte. So. Das waren $10 waren das gewesen. Die hätten wir liegen lassen. Und irgendwo, wo es nach oben ging, war auch noch was. Wo waren das hier, glaube ich, ne? Die hier, hatte die auch noch was mit? Ja, genau. Also munitionsmäßig sind wir jetzt echt ausgerüstet. Wir haben alles aufgefüllt. Weil ich möchte so ein bisschen den für den Flex in der nächsten Runde, in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall ein bisschen was bieten. Nicht, dass er hier so abkrümelt, so wie beim ersten Teil in den letzten Folgen, wo ich ihn einfach hängen gelassen habe. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der Flex in den neuen Folgen dann auch so ein bisschen so einen kleinen Vorsprung hat. Ne? So, ach guck mal an. Und hier ist sogar geöffnet ein Waffen-Upgrade. Das ist natürlich sehr nice. Das lobe ich mir. Da liegt sogar noch ein Auto-Hacker. So, dann gucken wir mal. Treibstoffeffizienz für Bohrer. Kühldüsen. Ladestreifen Größe für Schrotflinte. Ein doppelter Revolvermechanismus ermöglicht 6 Schüsse vor dem Nachladen. Schrotflintenschaden erhöhen. MG möchte ich noch nicht. Möchte gerne erstmal den Bohrer nochmal den. Bohrer, dass der Treibstoff weniger Treibstoff verbraucht wird, mache ich mal. So. Und dann gehen wir mal weiter. Sie sind nicht allein. Schön. You're not alone. Wait till the end of time. Open your eyes. Johnny explain to see. Ich glaube, hier war noch Geld am Liegen. Kann das sein? Ja.
Das möchte ich ungern liegen lassen. Hier vielleicht auch noch? Nee, eine Kugel. Hier vielleicht. Hackerpfeil. Okay. Dann haben wir wenigstens das Geld wenigstens aufgesammelt. So. Ich habe schon wieder einen Gegner gehört, aber ist mir jetzt egal. Ist mir egal. Roboter mit... Ach ja, hier war ja auch noch was. Und hier den Antonikum, den, das habe ich übersehen. Das sehe ich jetzt erstmal. Das habe ich total übersehen, gerade. Short Alarms, aha. Was klingelt unheilvoller als das Geräusch eines Sicherheitsalarms? Mit Shorten Alarms hast du schneller wieder deine Ruhe. Hm. Manchmal löst man ja Alarm aus, das ist schon richtig. Trinker. Mhm. Hat er natürlich nicht gemacht, aber... wir können das ja unten wechseln. Wir haben ja unten so einen Automaten gehabt. Wo war denn das jetzt? Ich schau mal eben, war das jetzt hier? Hier drüben, glaube ich, war das. Wo war denn jetzt der... Wo war denn jetzt dieser Automat? War das hier gewesen? Wo war denn dieser Wechselautomat? Den habe ich doch irgendwo gesehen. Ich bin doch nicht blind. Den haben wir doch irgendwo... Irgendwo haben wir doch diesen Wechselautomaten gehabt. Oder war der... Nee, hier war der, genau. Hier. Weil wenn wir schon einmal hier sind, können wir das nämlich mal eben wechseln. Weil er jetzt nämlich nicht... Der hat es nicht übernommen, wie ich es eigentlich vorhatte. So, Short Alarms. So, Hacker Delight. Short Alarms machen wir rein. Dann haben wir da ein bisschen, wenn wir mal Alarm auslösen sollten, haben wir da ein bisschen mehr Ruhe. Dann geht es ein bisschen schneller. Die Abklingzeit ist da ein bisschen verkürzt. Das ist super. So. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich soweit hier alles abgegrabbelt. Das heißt, wir können jetzt mal zurück. Da hinten ist noch ein Gegner. Wo müssen wir denn? Hier müssen wir lang. Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht gesehen. Ich glaube nicht. So. Was war das denn? Habe ich mich jetzt erschrocken, Alter. Boah. Boah. Hat er eine Little Sister dabei? Anscheinend nicht. Ich muss auch in die Richtung. So, okay. Ach, warte mal, wir können eigentlich, wenn wir noch so einen Automaten finden, Zirkus der Werte, können wir vielleicht ein bisschen Medipack gleich mal holen. So, ich möchte noch bis zum nächsten Speicherpunkt vielleicht spielen. Sinclair. Cool. Okay, ich gehe erstmal rechts lang. Es gibt kein Entkommen. Skid Row. Wie cooler es einfach aussieht. Aber so eine Unterwasserstadt wäre schon mal was Geiles. Wir sind nicht allein. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, okay, hier kann man auch rein. Ist also egal. Okay, geschlossen. Wir haben geschlossen. So, hier ist ein Speicherpunkt. Das ist gut. Gracie sagt, verzieh dich und verreck, du blechender Pisspot. Du blechender Pisspot? Tja, alter Knabe, ich schätze mal, Gracie ist zu Hause. Aber dieser Kleiderschrank hat dir gerade mein halbes Hotel in den Weg gepflanzt. Und um da durchzukommen, musst du rausfinden, woher er seine Kräfte hat. Ja. Die Genforschungskamera hast du ja schon. Das macht's leichter. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Das klingt spannend. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Kann ich speichern? Ah, ich kann speichern. Okay, Spiel fortsetzen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge Bioshock 2. Es hat mich gefreut und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann einschaltet in einer der nächsten Folgen, wenn wir dann hier weiterspielen bei Bioshock 2. Und zwar das Sinclair Deluxe. Bis dann, ich bin erstmal raus. Ciao.